unglaubliches Gefühl. Ich habe mich so erfüllt gefühlt von diesen Gedanken. Hey, ihr da oben! Zur Demonstration! Genau her! Los, hopp, hopp! Sind es noch nicht genug Leute da? Nee. Aha. Es sind noch keine 5 Milliarden. Aber was demonstriert ihr denn? Gegen Zahlen zeigt uns was da. Wir sind die Überpartei Deutschland. Ja, wir machen nachher noch bessere Musik. Ja, wir auch. Wollen wir mitlaufen? Ja. Na komm. Hier, jetzt wirklich jetzt. Na, aber guck mal, ist hier irgendwas? Wer seid ihr, die Mette? Wir sind die ÖVP, die Überpartei Deutschlands. Das hört sich relativ friedlich an, wird zu bleiben? Ja, ich denke schon. Also wir lassen den Leuten da, glaube ich, die Freiheit, was sie machen wollen. Kaputt gemacht, alles. Den Staat erschüttert. Aha. Meinst du, damit kannst du was bewirken? Ja, na sowieso. Ey, wir füllen jetzt die Mollys, weißt du? Ich füll die Mollys. Wir müssen die Strategie überdenken. Vielleicht sollten wir eine Sitzblockade machen. Weil dann würden wir uns wegtragen lassen müssen. Und das würde für unglaubliches Aufsehen sorgen in der Bevölkerung. Die dann sich sofort auf unsere Seite schlagen würde. Weil sie sieht, wie schrecklich die Welt ist, wenn wir von der Straße getragen werden, die uns ja eigentlich gehören sollte. Irgendwie muss man noch ein, also ich zumindest, ein Ziel oder einen Sinn haben. Ja, nur ich gucke sie an, die Realität. Ja, und das finde ich schade. Und das ist, finde ich, eine notwendige Entwicklung oder ein notwendiger Gedanke, der an die Menschen geweckt werden muss. Genau, da glaube ich, das ist ein spiritueller Gedanke. Ja. Wir sind hier, der Feind ist da. Wir haben uns auch, du gehst hier lang mit deinem Trupp. Ich gehe darum mit meinem Trupp und dann haben wir sie hier in der Mitte.
jemand.